So, Part 12, herzlich willkommen. Letztes Mal haben wir doch einiges geschafft. War dann doch ganz schön die Überraschung. Wir müssten jetzt auch zur Ordenshalle eigentlich da mal die Quest abholen, aber ist jetzt nicht so in meinem Interesse, ehrlich gesagt. Ich war eben noch am Twinken, dann ist mir eingefallen, dass ich ja einen YouTube-Kanal habe und den führen wir jetzt mal weiter fort. XP-Trank ist an. Wir nehmen nochmal die Gifte drauf. Einfach nur zur Sicherheit. Ich denke mal, heute machen wir die 50% noch. Also das Level voll. Sind wir auf 106. Das ist eine gute Bilanz. Dafür wird aber wahrscheinlich der Part ein bisschen länger werden. Aber ist halt mal so. Da, ne? Kann man nichts machen. So, hier haben wir nämlich eine Quest und ein Bonusziel, das uns gut füttert. Und ich habe gesehen, dass. Da gab es eine kleine Diskussion im Teamspeak. Der Warmode stackt. Ja, wir kriegen hier 30% extra. Und die stacken auch auf das bisschen was an Erfahrung, was wir hier kriegen. Von daher auf jeden Fall lohnenswert. Und wir haben noch nicht einen Hordler gesehen in dieser Zeit, wo wir den Warmode anhatten. Jetzt habe ich nun mal auch den Beweis online hier. Von daher nimmt ihn auf jeden Fall mit. Wir haben auch einiges an Extra-Talenten dabei. Auf 110 gibt es, glaube ich, noch den dritten. Genau. Da haben wir dann noch ein Extra-Talent. Gieß dich mal voll, Kumpel. So, gucken wir mal. Ich trau mich. Na, ach, das ist einer von den Großen, ne? Dafür müssen wir drei killen für das Bonusziel. Oder war das die Quest? Weiß ich gerade nicht. Mach jetzt halt einmal die Quest hier und das Bonusziel auf einmal. Bin ich ja ein großer Fan von, wisst ihr aber schon seit Tag 1. Kick ist drin. Ich level aktuell einen Klopper-Charmy. Dark Iron Dwarf. Das macht auch ziemlich Bock, nur halt Draenor ohne Fliegen. Ist so ein bisschen problematisch, aber ist okay. Ist okay. So, auf Wiedersehen. Okay, gibt es noch irgendwas zu bereden? Ja, Mortau ist lief zwar ganz gut, hat Spaß gemacht, ist aber aktuell nicht ganz so das Interesse da. Normalerweise habe ich da immer mit Kumpels gespielt und wie es mit vielen Games so ist, ist dann alleine einfach ein bisschen die Lust am, naja, wie sage ich, am Schwanken, am Wanken, irgendwie so. Hier ist ein Feenreiter, der hier rum weg. Das ist der typische Feendrache. Die sahen früher auch nicht so toll aus wie hier. Bisschen Spaß hast du wohl bekommen, Kumpel. So. Hier. Mal sehen. Also es gibt auch einiges mehr zu erzählen, denke ich, sobald wir BFA erreichen. Hier ist alles ein bisschen, naja, veraltet, sag ich mal. So, diese Wurzeln sollen wir machen. Wir sollen die Typen killen. Wobei eher die Feendrachen, ne? Waren das nicht die? Ne, das zählt zu den Prozenten. Okay. Dann fokussieren wir uns nochmal auf die Großen. Davon haben wir erst einen. Das Humanoide. Ja. Mit dem guten Goblin Dance am Start. Qualitätscheck. Sieht gut aus. Ja, ich bin ein bisschen transparent. Das hat damit zu tun, dass das Licht draußen schon ein bisschen am Schwanken ist. Und mein Zimmerlicht ist ein bisschen doof. Deshalb lassen wir das einfach mal so. Aber alternativ hätte ich auch den Greenscreen heute mal weglassen können. Möchte ich aber nicht unbedingt. Ne? So. Tschüss. Müssen wir noch befreien. Blaubalken ist auch da. Das heißt, wir kriegen gute Kill-XP. Trank ist am Laufen. So, Erweicherer ist wirklich ein sehr, sehr großes Gebiet. Wir haben hier noch ein bisschen, da und hier oben auch noch. Da dreht es sich viel um den Traum. Da können wir mal die Mobs wenigstens taggen. Bisschen EP abgreifen, bisschen Prozente abgreifen. Kommen wir aber noch zu. Ich denke mal, ein Dungeon würde ich nicht machen in Legion. Weil die Q-Times ziemlich kacke sind und ich nicht weiß, was da für eine Gruppe kommt. Ne? So. Was haben wir da noch? Mondschwing gerettet. Da kann man einmal die kleinen Pisser killen.
oder sie aus den Fallen rausholen. Es geht beides. Garona hilft uns auch ein bisschen. Den können wir noch rausholen. Dann geht der hier in Zap. Fällt gerade ein, ich erinnere mich noch, als ich in Breath of the Lich King gequestet habe. Das gab gut IP. Da gab es nämlich... Da gab es ein Gebiet, das weiß ich noch heute. Gucken wir mal, ob ich da hinkomme. Das war hier. In den Christi-Hügeln. Hier. Hier war das. Da bin ich gerade vom Kopf her. Genau da. Da sind nämlich diese Schlangen. Die Trolle. Und da wusste ich noch, da habe ich so einen Anker gesetzt im Kopf, dass ich mich auf jeden Fall an die Stelle erinnere. Habe ich nämlich viel von Bud erzählt. Und Bud war dieser Mensch, der sich immer als Troll ausgibt. Hat man auch nicht mehr gesehen. Ne? Dann gab es nochmal einen Cutter, glaube ich. Der schwimmt da mit. Auf diesem Schiff. Wenn man nach Vashir geht, kam der in Mob nochmal wieder. Ich glaube nämlich, ich glaube, der ist da gar nicht mehr. Das gibt mehr Yolt. Auch wenn das ein Upgrade wäre, nehmen wir mal das Gold mit. So, das Gebiet haben wir auch. Ja, okay. Wenn ich jetzt das Level fertig machen will, da fehlen uns jetzt noch 10%. Aber das wäre ein bisschen zu kurz, der Bart. Von daher nehme ich mal wieder zurück, was ich eben gesagt habe. Und wir machen einfach mal, mal sehen, 20 Minuten heute. Mal gucken, je nach Lust und Laune, was wir da oben noch zu tun haben. Blauer Balken geht noch bis ins nächste Level rein. Das ist gut. Ich erinnere mich jetzt aber auch nicht, was es da oben war. War das der szenarische Hain? Rückkehr zum Hain? Und dann führt uns doch das zum nächsten Gebiet. Die Quest war überflüssig. Das war nur eine Nebenquest. Habe ich jetzt keine Lust drauf. Wir müssen schauen, wo es noch ein Bonusziel gibt. Hier ist noch 1, 2, 3 irgendwo. Hier ist das Worgengebiet. Brandenbach. Wie kann die Natur euch dienlich sein? Das schauen wir doch mal. Ich bin auf jeden Fall bereit, mein Furion. Dann zeig doch mal, was du drauf hast. Vielleicht können wir ihn ja schon wieder heilen, den Guten. Der ist halt übelst am Wegsniffen, weil der am Smaragdgrün oder einfach im Albtraum abhängt und gerade den Verstand verliert. Die haben wir alle gerettet, die helfen uns jetzt so ein bisschen. Ah, den Bär haben wir aus dem Albtraum rausgeholt, den Baum haben wir vorhin auch gerettet bei dem Dings. Jetzt beschwören wir Ysera. Moinsen, die gute alte hübsche. Dolle Frau, immer. Danke, dass ihr uns erhört habt, Lady Ysera. Lady? Wir sind in großer Gefahr. Lady, habt ihr gehört? Die Natur steht euch bei. Erklärungen sind unnötig, Malfurion. Ich habe gesehen, was folgt. Eure Träume. Der smaragdgrüne Traum wird vom Albtraum überwuchert. Das ist das Werk. Jetzt kommen wir zum Tempel von Ilun mit dem Siegel von Ysera, damit wir auch authentifiziert sind. Oder autorisiert er, dass wir da auftauchen dürfen. Ist der Verderbnis des Albtraums anheimgefallen und verbreitet sein Übel über unser geliebtes Land. Dieser Weltenbaum ist verdorben und kackt das ganze Land zu. Da sieht man schon die Auswucherung. Da müssen wir uns drum kümmern, ne? Das geht natürlich so nicht weiter. Aber es gibt einen guten Dungeon da, wo wir uns drum kümmern. Und es gibt auch einen netten Raid. Moinsen, gib mal eure Quest, Babys. Guck mal, 30k pro Quest. So viel kriegen wir nicht mal in... Ja, nicht mal in BFA. Hier sind schon die ersten Bonusziele. Da nehmen wir auf jeden Fall noch eins mit. Vielleicht schaffen wir sogar ein ganzes Level. Mal gucken. Das wäre natürlich Knorke. Aber dann haben wir wieder so viel geschafft. Das wär Hammer. Hier ist noch eine Quest von der Toten. Hier, was willst du von uns? Wir sollen mit jemandem sprechen in Brandenbach. Das ist nur eine Opener-Quest. Der hat viele Leben, aber droppt eine Quest, wenn wir den umbringen. Deshalb schauen wir mal. Können wir aufsammeln, da können wir die abballern. Die sind nämlich One-Shot. Und dann sollen wir einfach hier killen, die Hauptaufgabe machen und allerlei Krams hier. Die Leute retten, die Großen platt machen. Die kümmern sich um die Bäume und machen hier und da und bla. Ich weiß nicht, ob wir den Großen schaffen. Meine... Naja, wir haben... Das Problem ist, der macht einen Debuff. Und der one-shottet dich. Und das ist halt nicht so schön. Der hat die Träne schon geholt. Das ist Xavius, der Gute. Der kümmert sich hier um die Verderbnis. Hat übrigens einen nicen Gürtel, den man nicht kriegen kann, wenn ich der Meinung bin. Schultern von ihm kannst du aber haben. Die sind mega nice. Ich glaube, Craft farmt hier auch noch. Und das sind mal Hörner. Das sind mal dicke, dicke Dinger. So, was sollen wir hier tun? Sammelt mal Wurzeln, Alter. Alles klar.
Lich King besiegt, Deathwing besiegt, kein Problem, Garrosh besiegt. Heiße. Ul'dan besiegt. Sammeln wir mal ein paar Wurzeln, oh Popel. Kein Problem. 30 Stück, da haben wir noch einen Flugpunkt zu holen. Ich denke, wir versuchen uns gleich mal an dem einen Boss da. Schau mal, ob wir den schaffen. Weil ich glaube, die Quest gibt nochmal dicke 30k. Vielleicht können wir den noch abschießen. Mit dem Bogen, der macht nämlich dicken Damage. Hier ist noch so ein Bogen. Mal sehen, aber noch eine Probe will ich vorher haben, damit wir die Quest schon mal durch haben. Da ist dies. Gucken wir mal, wenn wir den abschießen können, wäre das ein großer Vorteil. Nein, ungültiges Ziel, gehen nur die da oben. Schade. Gut, und jetzt können wir den mal pullen. Und wundert euch nicht, falls wir es nicht schaffen, nicht meine Schuld. Garona hilft uns, das ist sehr gut. Und tankt uns auf den alten Netten. Er ist auch stunbar, wie es aussieht. Dann machen wir mal das, um den Dot zu entfernen, weil der macht wirklich viel Damage. Mal sehen, vielleicht haben wir einfach Glück. Ach du Scheiße. Sieht schlecht aus. Stun ist aber drin. Kriegsdonner, da hauen wir mal ab. So, 30k. Blenden ist auch noch da. Da können wir ein bisschen Leben regenerieren. Da ist wieder der Dot. Okay, jetzt wird's eng. Der geht in Blind. Heal ist da. Oh, ich hoffe, der killt uns jetzt nicht. Oh, damn. Jetzt kommt der Dot. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Wir könnten ihn wahrscheinlich mit, von der Schippe springen killen. Und es war echt knapp. Ich habe da missplayed auf jeden Fall. Aber muss jetzt nicht sein. Ist auch nur ein kleiner Bonus am Rande. Was können wir denn machen? Wir holen uns erstmal das Level ab, weil die Aufgaben haben wir soweit fertig. Und dann schauen wir, ob wir das Bonusziel irgendwie mit einer anderen Quest noch kombinieren können. Das halte ich immer für ziemlich sinnvoll. So, was haben wir denn hier? Hier ist ein Horde-Spieler. Guck mal an. Wir hatten natürlich schon welche gesehen, das ist es nicht. Aber niemanden, der uns jetzt irgendwie gegankt hat oder ähnliches. Die Heizkette nehmen wir mal mit. Level up, 106. Das heißt, noch 4 Level to go bis BFA. Den Namen vergesse ich irgendwie ständig. Die Würfel sind gefallen. Wir machen aber das Bonusziel noch. Das auf jeden Fall. Ach schade, den hätten wir killen können. Hätten wir killen können. So. Nehmen wir den Pfeil mit. Der geht flöten. Zack. Und dann kümmern wir uns um die anderen Lappen. Eine Assassine geht die Arbeit niemals aus. Das ist wohl wahr, meine Liebe. Oh, die geben aber gut EP, beziehungsweise Prozent. Das ist schon mal nicht schlecht. Den Baum können wir mit Vendetta platt machen. Könnten wir irgendwo umskillen, würde ich mich auch an dem uralten, wie heißt der, Gravax probieren. Und irgendwie Platz machen, aber so sieht das nicht so gut aus. Blutung rein. Sag ich ja, die großen dauern halt wirklich lange. Ne? Aber mal gucken, vielleicht gibt es ja gut Prozente. Sonst kümmern wir uns erstmal um die kleinen Pieces. Echt viel Prozent. Ich mache irgendwas falsch, wahrscheinlich wieder, garantiert. Kommt erstmal der weg. Sparen wir uns ein bisschen Damage over Time. So. Und der spammt uns immer gut voll. Na komm. Und was haben wir da? 12%. Ich weiß nicht, ob das unbedingt worth ist. Weil die hier haben 6000 Leben. Der hat eben 50k. Nee, das lassen wir mal schön. Das ist es nicht wert. Aber die Bäumchen können wir uns nehmen. 12k ist das auch noch solide. Trank rein. Zack. Das geht doch easy. Da gibt auch 6%. Na, dann bleiben wir bei den Satiren. Die
verdorbenen alten Schlingel. So, und noch einen nehmen wir mit. Dann haben wir es auch gleich. Well, der ist mal im despawned. Sie ausgelockt. Kein Bock auf uns. Weil wir letztes machen mit dem Sniper. Feindliche Art C-130. Zack. Ui, das gab dicke EB. So, die Würfel sind gefallen. Da gibt es wieder. Sollen wir mit dem Szenarios Bescheid sagen, was jetzt abgeht? Müssen wir mal schauen, ob man sich da auch ausloggen kann für einen Erholungsbonus. Bin ich aber nicht der Meinung. 3000 Ordensressourcen, das ist schon dicke. Dicke, hör mal. So. Sera. Was seht ihr? Gucken wir uns das nochmal an. Versuchen ihn zu heilen, aber die Verderbnis scheint übel am. Oh, die beamt ihn mal eben weg. Hau rein. Nein! Ich habe hier bereits zu viel Zeit vergeudet. Es reicht! Armer Dude. Jetzt will er ihn halt auf eigene Faust suchen. Der Verlust von Szenarios raubt Malfurion jede Vernunft. Wohl wahr. Eilt zum Weltenbaum. Womöglich ist er auf dem Weg dorthin zu jedem unbedachten Risiko bereit. Wahrscheinlich, ja. Unterdessen werden wir beide seiner Spur von hier folgen. Malfurion darf nicht fallen. Ja, der fällt auch nicht. Das ist ein cooler Dude. Malfurion ist ziemlich cool, ne? Als kleiner Bruder von Illidan. Oder war der große Bruder? Das sind Zwillinge, ne? Die sind im Endeffekt fast gleich alt. Mit Klammern auf. Fast. Lass uns nochmal von der Guten fliegen. Und dann würde ich sagen, porten wir uns mal nach Dalaran. Auf jeden Fall. Dann können wir das Fliegen lernen, nochmal einen Abstecher in die Kammer machen, neue Mission losschicken, das geht. Eine lange, düstere Vergangenheit verbindet ihn mit Xavius. Selbst er kann sich Xavius nicht allein stellen. Wir müssen ihn finden. Die Zeit drängt. Ja, dann suchen wir ihn mal immer. Das ist schon ein cooles Mount. Kann man nicht meckern. So, 30k auf den Nacken, Abmarsch, tötet 50, bla bla bla. Aber das machen wir nächstes Mal. Da kriegen wir einen extra Aktionsbutton. Können dann die ganzen Typen wegballern, aber das machen wir. Oh, Moment, das war fast ein großer Fehler. Machen wir nächstes Mal. Ich glaube auch eigentlich, dass alle die Quest soweit gemacht haben. Aber schauen wir uns jetzt mal an. Cooles Splash-artig. Das hat was. Qualitätscheck. Ja, passt. Es krisselt ein bisschen, das ärgert mich, aber ich habe da jetzt keine Lösung für, leider. Außer, dass das Licht stimmt. Ich hätte viel früher aufnehmen müssen, es ist jetzt 8:30. Habe ich ein bisschen mich gehen lassen, muss ich doch sagen. Ah, als erstes zum Flugmeister. Boah, da hat das Rad. Cooler Typ. Das ist ein cooles Mount. Aber das ist verkleidet da. Der muss uns das doch beibringen können. Ich? Okay. War das doch hier? Wir haben geöffnet. Man sieht sie. Gibt's hier keinen Fluglehrer? Ich doof? Was führt euch hierher? Moin, Fabioso. Flugmeister. Lehrer? Bis bald. Flugmeister? Seid vorsichtig. Ja, das ist schon klar, aber das ist... Eigenartig. Wir geben nochmal schnell die Quest hier ab. Verlieren wir unser Leder eigentlich dadurch? Sieht so aus. 30k auf den Nacken. Wunderbar. Ja, fast ein Level gemacht. Coole Sache. Dann gehen wir zur Schurken Order Hall. Da haben wir noch die eine Quest abzugeben, weil wir unsere gute Freundin losgeschickt haben.
So. Hallo. Seid vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig, mein Lieber. Zack, gibt's oben immer diese nette Leiste als Ordenshallen-Anhänger, wenn man so will. Hast du aber überall eigentlich hauptsächlich hier, um deine Truppen zu sehen, um deine Ordensressourcen zu sehen und noch irgendeinen dritten Krams. Kommt aber erst viel später, wenn man das durchgequestet hat. So, ihr hört immer die Stealth-Geräusche. Banditen. Da können wir die Mission annehmen. Die müsste ich genau. Zack, hat sie geschafft. Bei 90% sollte das auch nicht so schwer sein. 30 gar. Sprecht mit dem nächsten Typen. Der sollte hier sein, ne? Ne, ein Raum weiter. In der versteckten Halle. Oder? Das ist die andere. Ne. Mit ihm sollen wir reden. Mit dem Wolf. Da können wir nämlich was forschen. Erhöht die Chance für seltene oder epische Belohnungen, ermöglicht die Überraschungsangriff. Dann nehmen wir das mit für mehr Chancen, obwohl das auf dem Level... Wir werden hier schnell raus sein, es wird eh nicht mehr so viel zählen. Aber die EP nehmen wir nochmal mit. Echtes Beweismaterial, untersucht den Leichnam. Das soll auch noch da oben sein. Aber ich würde sagen, das machen wir nächstes Mal, dann nehmen wir auch mal Fliegen mit. Machen wir hier einen Cut, ein Level in 20 Minuten, ist wirklich gut. Kann man nicht meckern. Trank ist auch noch aktiv, das ist gut. Dann loggen wir uns jetzt hier aus. Ich danke fürs Zuschauen, ne? Haben wir einiges geschafft, da bin ich wirklich mal stolz ausnahmsweise. Und nächstes Mal gibt es noch genug zu tun. Wir haben noch 3,5 Level to go, bis wir dann in BFA ankommen. Und dann geht es erst richtig los, ne? Mit Talenten, mit Gear, mit... Habt ihr nicht gesehen. Euer Dob, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Start in die neue Woche. Ciao.